Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge Circle of Ketzhoven. Und wir wollen heute mal schauen, dass wir das Gemeindezentrum aufbauen können. Ein wenig ist schon da, Gras und Holz wurde schon einiges geliefert, aber die 80 Steine... Ich habe es am Anfang angekündigt, das wird vermutlich etwas schwieriger. Zumal wir auch die Jagdhütte noch gleichzeitig bauen und das Ganze einfach sehr, sehr viel Stein kostet. Insgesamt... gefällt es mir mega, mega gut. Immer noch. Es ist richtig cool, das Spiel. Und ja, machen wir mal hier unsere Verbesserungen rein. Ja, rohes Holz haben wir bestimmt noch ein bisschen. Ja, ein bisschen rohes Holz haben wir noch. Lass uns das mal ein bisschen verbessern, hier den Stall. Mit den ganzen Schafen, die wir hier haben. Die bringen uns immerhin Milch und Wolle. Und das ist, glaube ich, für uns sehr, sehr wertvoll. Wir haben allerdings kein Gras aktuell. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher sein. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht demnächst mal ein, zwei weitere Kolonisten dazu bekommen könnten. Das wäre zumindest sehr, sehr angenehm. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, ob wir das hier auch hinkriegen. Aber da sind wir ganz offen. So eine kleine Party im Gange. Die unterhalten sich... Sind ein bisschen am Dancen, am Schunkeln. Schön. Sehr, sehr schön. Unsere Arbeiter scheinen glücklich zu sein. Auch wenn wir gerade nicht ganz so viel zu essen haben. Sie scheinen dennoch... Na, was kam da gerade rein? 10 Brote kamen da rein. Das ist viel. Sie scheinen doch ein bisschen glücklich zu sein. Und das ist doch auch mal das Wichtigste. So... Genau. Eigentlich läuft es jetzt gerade ganz gut, so wie es ist. Wir haben mehr als genug Wasser und Getränke. Wir könnten ein bisschen rohes Fleisch benötigen. Allerdings sind unsere Einwohner durchaus gut ausgelastet. Eher nur zu 90%. Nur in Anführungszeichen natürlich. Ja, die haben einfach... sehr viel zu tun hier. Der Forstplatz. War auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir es hier hingestellt haben. Denn wir haben hier echt viele, viele Bäume, die wir anpflanzen, beziehungsweise erstmal abfällen können, bevor wir neue pflanzen müssen. Aber lass uns vielleicht an der Stelle schon mal ein paar Nadelbäume hier schon mal hinsetzen. So 3, 4. Einfach schon mal hier hingebaut. 160 Fleisch haben wir gerade reinbekommen. Haben wir gerade ein Schaf geschlachtet? Wir haben ein Schaf geschlachtet. Und haben jetzt Platz für 5 Schafe, was auch sehr gut ist. Das heißt, die Verbesserung ist aktiv. Ja, das schafft der André schon. Das macht er gut, unser André. So... Das sind unsere Schafe. Einfacher Stall, tatsächlich. Das sind unsere Schafe. Aber die sollen uns mal hier nicht das schöne Getreide wegessen. Ja, wie gesagt, aktuell ist es wahrscheinlich so, dass wir noch ein bisschen... Zeit brauchen und ich gehe davon aus, dass wir ja, spätestens im kommenden Jahr, wir sind ja noch im ersten Jahr, werden wir sicherlich den einen oder anderen neuen Bewohner bekommen. Und das wäre ziemlich, ziemlich cool, wenn das klappen würde. Ansonsten, wir haben Bretter, uns fehlen ein paar Äste, es fehlt noch ein bisschen Holz. Ja, hier wird nach und nach reingeliefert. Ich meine, hier haben wir 85 Holz drin, also die nächsten 3 Steine gehen hier rein. Und dann können wir mit dem Gemeindezentrum endlich anfangen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, machen wir noch einen Tacken schneller gerade für den Augenblick. Denn wir haben jetzt gerade einfach nichts zu tun. Wir müssen jetzt gerade einfach mal ein bisschen abwarten, dass die Sachen hier fertig werden. Und ja, drücken wir mal auf 50%, beziehungsweise mal 50.
Und schauen wir mal, dass das auch klappt. So, meine Lieben, wir sind jetzt auch tatsächlich im Herbst angekommen. Und die Karte verändert sich auch leicht. Was ich sehr süß finde oder sehr cool finde. Also die Bäume werden, die Laubbäume werden schön orange-rot. Also der Herbst, der hält hier auf jeden Fall Einzug. Auch das Gras ist nicht mehr ganz so grün, wie es einmal war. Ist schon ganz cool. Gleichzeitig haben wir jetzt hier unsere Jagdhütte, wo wir jetzt diverse Tiere jagen können. Grauwölfe, Schafe, Waschbären, Rothirsche. Und da würde ich vielleicht einmal kurz in die Zählung schauen. Was haben wir denn viel? Theoretisch Ratten, aber Ratten können wir offensichtlich damit nicht jagen. Wir haben immer noch recht viele Rothirsche und Feldhasen. Und Forellen, also es sind ganz schön viele Tiere dazugekommen. Schafe haben wir auch recht viele. Waschbären haben wir, Schafe und Waschbären haben wir gar nicht mal so viele. Sind auch ausgestellt. Schau mal eine an, das hat er sogar automatisch. Ah, I see. Ich glaube, weil wir hiervon nur so 40, 50 Stück haben, macht er das nicht. Deswegen jagt er gerade die Rothirsche. Ah, wir können, guck mal, wir können auch Ratten und Feldhasen jagen. Das heißt, Waschbär machen wir mal raus, machen wir mal Ratten rein. Wir jagen Ratten. Finde ich gut. Ratten dürfen weg und Feldhasen haben wir auch so viele. Deswegen auch Feldhasen jagen wir jetzt. Und Grauwölfe haben wir nicht so viele. Ja, Schafe und Waschbären sind noch zu wenig. Deswegen jagen wir mal den Rest. Schauen wir mal, ob das jetzt einen Impact hat. Mit dem André, der da hier jetzt arbeiten darf. Lagerkapazität würde ich an der Stelle auch nochmal ein bisschen erhöhen wollen. Das sollte ganz gut funktionieren. Holz haben wir echt viel inzwischen. Das funktioniert sehr gut. Das gefällt mir. Wir sind ja immer noch 14 Stunden am Arbeiten jeden Tag. Wir sind ja immer noch jeden Tag fleißig am Arbeiten. Deswegen kommen wir wahrscheinlich auch nicht höher, oder? Von der Stufe. Sie möchten alle in einer Fraktion sein und mindestens ein Gemeinschaftszentrum haben. Ja gut, das dauert noch eine Weile, glaube ich. Das dauert noch ein paar Sekündchen oder Minütchen, bis wir das haben. Denn es fehlen noch die Steine. Ich habe es am Anfang angekündigt. Steine ist so das Erste, was einfach fehlt. Ja. Vor allem, wenn man nur eine Steinmetzgeschichte hat. Ich würde natürlich gerne noch eine zweite ansetzen und bauen, so ist nicht. Aber wir wissen ja auch, wenn wir jetzt hier die zweite bauen würden, dafür haben wir aktuell nicht die Arbeiter. Wenn nämlich Arbeiter kommen, neue, steht hier so ein kleines rotes Plus. Und dann wird gefragt, ob wir denn nicht auch neue Leute aufnehmen wollen. Und zwei Plätze haben wir noch frei. Zwei Wohnplätze hätten wir aktuell noch frei. Deswegen habe ich so ein bisschen noch die Hoffnung. Gleich sind wir auch schon im Winter. Das würde ich auch ganz gerne nochmal zeigen gerade. Denn der Winter sieht eigentlich auch ganz cool aus. Wir haben es ja schon mal auf der anderen Map gesehen. Aber der Winter, er naht. Winter is coming. Und auch die Büsche, wie sie alle nach und nach die Farbe verloren haben, immer brauner wurden. Das ist schon ziemlich gut und ich glaube, ja, morgen ist es soweit. Schauen wir mal. Ob das jetzt... Genau. Der Winter ist da. Kriegen wir auch direkt eine Benachrichtigung. Der erste Winter. Der erste Schneefall. Die Menschen überprüfen die Vorräte an Lebensmitteln und verfügbaren Materialien. Haben wir an alles gedacht? Wir werden es sehen. Und da muss ich sagen, da finde ich den Wechsel etwas abrupt. Bei Frühling, Sommer und Herbst fällt es gar nicht so auf. Hier ist natürlich der Wechsel sehr abrupt. Da wäre es natürlich mega cool, wenn man so eine Transition hinkriegt. Dass es anfängt zu schneien und dann die Gebiete nach und nach weiß werden. Das wäre noch ziemlich cool. Und die zweite Sache, da hier ja regelmäßig ein Feuer ist, dass zum Beispiel hier dann kein Schnee liegen würde. Das würde ich noch ziemlich cool finden. Aber das ist immerhin eine Alpha-Phase. Aber es sind Dinge, die mir auffallen. Deswegen denke ich mir, sage ich das trotzdem einfach. So frech, wie ich manchmal bin. Na, und 8 Steine fehlen hier nur noch. 8,
8 kleine Steinchen. Möchte hier nicht irgendjemand sich an die Steine ranmachen? Sehr gut. Noch ein Stein mehr. Hol die Steine ran. Genau. So. Und dann wird hier jetzt gleich... Ah, 4 noch. 3 noch. Der für jeden einzelnen Stein muss auch von links nach rechts laufen. Das tut einem ja schon fast ein bisschen leid. Zack. Da ist er schon fertig. Da ist er schon fertig. Jawohl. Mhm. Damit können komplexere Projekte in Angriff genommen werden. Okay, interessant. Schauen wir mal, ob wir das demnächst auch verbessern können, ne? Aber es steht. Schaut's euch an. Im Winter des ersten Jahres haben wir unser Gemeindezentrum schon errichtet. Das ist doch sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Sehr, sehr nice. So, und jetzt haben wir den Auftrag, einen Marktplatz zu bauen und die Tablelands zu entdecken. Das sind jetzt so die Aufgaben, die wir haben. Und das machen wir doch sehr, sehr gerne, würde ich sagen. Ah, guck mal an. Und da haben wir auch gleich dieses Plus 1, das ich eben erwähnt habe. Aber fangen wir erstmal an. Unser Gemeindezentrum. Unser erster großer Meilenstein. Wir können jetzt unsere Expedition in andere Gebiete schicken und diplomatische Beziehungen mit anderen Gruppen aufnehmen. Dann können wir mit anderen Territorien über den Marktplatz Waren handeln. Sehr nice. So, und dann haben wir auch mögliche Immigrationen. Wir haben die Nachricht erhalten, dass möglicherweise Personen zu uns ziehen würden. Sie warten auf unsere Bestätigung. Wir haben 2 freie Wohnungen. Eine Person soll kommen. Sage ich nicht nein. Da sage ich doch nicht nein. Und dann sind wir jetzt 11 Personen. Und Nadine? Nadine mit 16? Ja. AK Nadine ist hier direkt am Start. Ach ne, ah no. Hat's nicht gespeichert. Nice. Das finde ich gut. Das finde ich doch sehr gut. Da hat es die Nadine mit ihren 16 Jahren doch tatsächlich zu uns geschafft. Und darf jetzt auch irgendwo... Wo arbeitet Nadine? Wo arbeitet Nadine? Wo schicken wir sie denn direkt hin? Aktuell hat sie tatsächlich keine feste Tätigkeit, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Sie hat trotzdem eine relativ hohe Arbeitsbelastung an der Stelle. Ziehbrunnen und du bist am Schneidertisch. Das heißt, Natascha und Jordan könnten durchaus auch andere Aufgaben erledigen. Deswegen überlege ich vielleicht noch jemanden hier einzustellen. Nämlich die Natascha. Okay, Naka Nadine. Auch in Ordnung. Nadine wird jetzt auch Jägerin. Finde ich auch in Ordnung. So, Jin macht das. Das ist gut. Holz wird hier auch durchaus geliefert. Große Lumpen haben wir ja inzwischen, deswegen können wir das jetzt auch mal upgraden. 5 gehauenen Stein für den Sägeplatz. Finde ich auch in Ordnung. Machen wir. Noch haben wir sie nicht, aber die nächsten 5 gehen dann hier rein. Das ist doch in Ordnung. Gibt es hier irgendwas, was auch mehrere... Ach ne, hätte ich ein Schaf angeschaut. Hier hätten wir noch eine Feuerstelle. Wir haben Stufe 3 erreicht. Regionsfortschritt. Wer hat denn Stufe 3 erreicht von euch? Etienne? Nice. Haben wir deine Bedürfnisse tatsächlich schon alle erfüllt? Mega gut. Mega, mega gut. Das bedeutet, wir sind jetzt auf Stufe 3 und können jetzt auch einen Bauernhof errichten. Der ganz schön viel Holz und so braucht. Aber so ein Bauernhof könnte ich mir hier schon ganz gut vorstellen. Irgendwie nach hier hin, hier den Bauernhof und dann hier Felder. Oder machen wir hier, naja, das ist schon eher Stadtgebiet hier, ne? Der Bauernhof dürfte schon ein bisschen außerhalb sein. Frage ist, wohin? Weil der ist auch ganz schön groß, ne? Also der ist schon echt riesig. Fangen wir aber vielleicht erst mit dem Marktplatz an. Wo haben wir den Marktplatz? Hier. Der ist auch so groß.
Der passt hier ganz schön rein. Bauen wir. Was braucht er alles? Steine, Holz, haben wir eigentlich alles. Perfekt. So, die Abbordgrube. Haben wir die eigentlich schon gebaut gehabt? Oder noch gar nicht? Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Ansonsten gibt es natürlich noch die Schankstube. Die wäre natürlich auch sehr interessant für uns. Die würde ich hier auch direkt vorm Rathaus vielleicht platzieren. Recht zentral. Zack. Was braucht die? Auch ganz schön viele Steine. Uiuiui. Und Hütten können wir bauen. Und dann lass uns hier auch noch direkt nebenan eine Hütte bauen. Dann haben die wieder ordentlich zu tun. Bauen können wir auf jeden Fall eine Menge. Und dann könnten wir noch theoretisch Käse herstellen, Milchprodukte. Das braucht gar nicht mal so viel. Ach, guck mal, die Molkerei ist auch super klein. Deswegen würde ich die einfach mal auch mit hier reinsetzen. Vielleicht sogar nach hier. Ja, machen wir auch. Immerhin haben wir jetzt einiges zu tun. Schmelzofen, dafür brauchen wir noch ein bisschen was. Ja, und eben dieser Bauernhof. Der würde mich dann doch nochmal interessieren. Ich kann es mir tatsächlich hier schon ganz gut vorstellen, ne? Nehmen die Hütte, nochmal einen Bauernhof und dann können wir hier irgendwie Felder machen. Wobei, wir wollen hier, glaube ich, noch irgendwie einen Weg, glaube ich, langsetzen. Deswegen machen wir das mal nach hier hin. So, ich würde nämlich hier einen Weg langsetzen wollen. So. So. Und dann hier hoch. Seid ihr gerade schneller geworden? Das wäre sehr, sehr gut. So. Und dann noch hier hinten. So, da haben wir jetzt natürlich wieder einiges zu tun. Und dann müssen wir natürlich noch die Tablelands entdecken. So, da haben wir... Der ist zu weit weg. Hier können wir hin. Und hier können wir hin. Chance 50-50. Nehmen wir erstmal den linken und dann den rechten. Und versuchen den zu erforschen. Wir werden 10 Brote und etwas Zeit benötigen. So, 10 Brote haben wir nicht. Also wird das wahrscheinlich erst im kommenden Jahr alles passieren. Aber das ist ja auch gar nicht mal so schlimm. Haben wir sonst noch jemanden, der nicht sonderlich in viele Arbeiten hat? Jordan hat relativ wenig zu tun. Darf sie jetzt auch mitarbeiten. Auf dass wir hier vielleicht dann auch noch mal ein paar mehr Gräser bzw. die Rinden und so bekommen. Das wäre noch ganz gut. Dann haben wir noch eine neue Nachricht. Nee. Das haben wir alles schon gelesen. Und dann wäre es natürlich noch interessant, den freien Handel abzuschließen. Ich drück mal drauf und guck mal, ob wir das auch hinbekommen. Aktuell haben wir nicht ganz so viel Stein. Mal schauen, ob hier jetzt jemand Steine hier runter liefert oder ob wir es... Ah, obwohl... Wir werden wahrscheinlich die Steine als erstes natürlich hier überall hinbringen, ne? Wir werden natürlich als erstes die ganzen Sachen bauen, bevor wir jetzt irgendwelche Handelsgeschichten wahrscheinlich machen. Entsprechend dauert das hier an der Stelle eh nochmal. Aber dann würde ich auch hier nochmal einen kurzen Cut machen und das Spiel nochmal ein bisschen weiterlaufen lassen. Denn wir haben jetzt gerade wieder viel zu bauen. Aber das ist ja nicht schlimm. So, soeben wurde auch der Marktplatz errichtet. Das heißt, ab sofort können wir handeln, aber wir haben nochmal mögliche Immigration. Entsprechend nehmen wir nochmal die nächste Person an und schauen mal, wen wir da jetzt noch dazu bekommen haben. Zwei Personen sind auch unzufrieden. Also erstmal ist Nils dabei. Hallo Nils. Und dann haben wir noch Jordan und Jordan ist ein bisschen unzufrieden, weil Jordan ganz gerne ein bisschen bessere Kleidung wahrscheinlich hätte. Du hättest ganz gerne eigentlich ein bisschen Kleidung und auch eigentlich Bier und Nachwuchs, ganz viele Dinge. Es ist wichtig, sich von Zeit zu Zeit zu entspannen.
da bin ich noch nicht ganz hintergekommen, welche Bedürfnisse sie jetzt wirklich haben. Ob er jetzt dieses Fünferbedürfnis irgendwie schon hat oder nicht. Und was wir hier so machen müssen. Da bin ich noch nicht ganz hintergekommen. Aber das finden wir sicherlich auch noch heraus. Ausrüstung, ja, einfache Kleidung. Und eigentlich hätte er ganz gerne ein bisschen bessere Kleidung. Die können wir allerdings noch nicht machen. Die können wir noch nicht machen. Das ist ein bisschen schade. Die können wir aktuell leider noch nicht erbasteln. Die Abortgrube, also wo wir gewisse Häufchen mal hinlegen können. Könnten wir auch mal hier oben noch mit reinbringen. Wenn wir hier wirklich Felder machen wollen, macht das hier, glaube ich, Sinn. Von mir ist auch ein bisschen näher, nicht ganz so weit weg. Vielleicht noch nach hier. Bauen wir auch auf. Bauen wir auch auf. Deswegen, Handelsplatz ist da. Entdecke die Tablelands. Wir gucken mal drauf. 90% haben wir schon. Ist die Frage, brauchen wir jetzt Brot oder brauchen wir jetzt Zeit? Das weiß man natürlich nicht. Und gleichzeitig können wir mal beim Handel schauen. Aktivitäten, Güterhandeln, Personal. Nils arbeitet hier. Handel, neuer Eintrag. Da können wir jetzt mit unseren Sachen handeln, die wir haben. Und zusehen, dass wir vielleicht ein paar Sachen dazu bekommen. Ja, aktuell sieht es aber eigentlich an der Stelle ganz gut aus. Können wir Wasser handeln? 0,2. So, ich möchte alles über 100, vielleicht nicht über 100, aber alles über 500 können wir doch verkaufen. Dann machen wir vielleicht ein bisschen Geld mit. Schauen wir mal. Weil ansonsten haben wir, wenn wir jetzt neuer Eintrag, also super viel haben wir nicht, ne? Und praktische Kleidung ist super, super teuer. 120 kostet das. Klar, wir brauchen nur 12 davon, aber wir haben auch nur 100. Deswegen würde ich da vielleicht an der Stelle noch ein bisschen abwarten wollen. Genau, ansonsten das rohe Fleisch, das werden wir ja bald hoffentlich ganz bald verwursteln in der Schankstube, wo halt wieder Steine fehlen. Natürlich. Und hier fehlen auch noch Steine. Okay, wir bauen vielleicht tatsächlich im Vorfeld nochmal eine neue Steinmetzgeschichte. Wo vielleicht mehr Steine sind als hier. Weil hier wird es wahrscheinlich schon ein bisschen eng, wenn wir hier so weiterbauen. Da sind auch nur 2 Steine. Das ist nicht sonderlich viel. Hier ist ein großer Stein wenigstens. Am liebsten würde ich es ja tatsächlich hier oben hinbauen, ne? Weil wir können auch, es gibt ja nicht nur die hier oben, es gibt ja auch hier noch gewisse Geschichten. Das wäre schon weit, ne? Und wo kommt der denn dann? Also der kann hier offensichtlich hoch, das ist ja der normale Weg zur Sammelhütte. Und dann müssten wir hier nochmal weiter. Dann können wir vielleicht hier... Huch, Frühling ist da. Könnten wir hier vielleicht nochmal einen Steinmetz hinsetzen. Ja, machen wir. Und noch jemand möchte zu uns kommen. Soweit sind wir also gekommen. Es war nicht immer einfach und manche Dinge vermisst man aus den entwickelten Regionen schmerzlich. Vor allem im Winter. Der lang ersehnte Frühling erreicht uns und beflügelt den Elan. Und direkt möchte noch jemand zu uns kommen. Den nehmen wir auch auf. Müssen aber jetzt dann erst noch die Hütte bauen. Die Hütte, Hütte, Hütte. Wo wollten wir den hinbauen? Haben wir die schon? Hier. 2 Steine fehlen hier noch. Lass uns hier mal die Prio hochsetzen. Genauso wie hier hinten. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hier und da nochmal eine Prio drauf zu haben. Vielleicht kriegen wir das dann hier ein bisschen schneller hin. Und gleichzeitig können wir hier, glaube ich, noch einen schönen Weg hinsetzen. Einfach geradeaus runter. Ja. Das sieht mir sinnvoll aus. Und dann können wir hier runter gehen. Machen wir das noch. Und sieht das doch hier ganz schön aus. Der ist langsamer hier, ne? Die sind schneller auf den Wegen. Okay, die Wege haben auf jeden Fall schon... So. Okay. Wir könnten natürlich auch hier einspurig machen und dann eine Autobahn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, es wird auch schon gehandelt. Wir haben schon ein bisschen Wohlstand erreicht. 108 haben wir schon.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wo haben wir das? Hier. Bei der Diplomatie. Wir sind hier immer noch bei 0. Aber gut, aktuell werden die Steine ja noch gut benötigt. Wegrecht könnten wir uns auch nochmal genehmigen. 100 Brot brauchen wir. Bei beidem. Ist natürlich super duper teuer. Aber sollten wir, glaube ich, trotzdem machen. Während wir hier die Tablelands entdecken. Nice, nice, nice. Du hast 0 Dorfbewohner in diesem Gebiet. Es gibt andere Fraktionen hier. Desert Dwellers. Frühling, 39 Grad. Huiuiui, wolkenfrei. Und hier gibt es Kupfererz. Gucken wir uns doch mal an. Hallihallo. Na ihr? Ist das eine schöne Oase? Richtig cool. Alles draußen drumherum. So richtig schönen Canyons. Und dann hast du hier eine kleine Oase mit Gemüsebeeten. Oh, Gemüsebeete. Obwohl, das können wir ja bei unserem Bauernhof bald machen. Nächste Aufgabe ist die Werkzeugproduktion. Die Schmiede und die und Bronzewerkzeuge brauchen wir. Puh, das wird interessant. Werkzeuge aus Bronze brauchen Zinn, Kupfer und Holz, um sie zu schmelzen. Verschiedene Karten haben unterschiedliche Ressourcen auf der Weltkarte. Gibt es immer den Hinweis. Genau, wir haben den Hinweis hier schon bekommen. Hier gibt es nämlich Kupfer. Und hier gibt es bei uns gibt's Zinn. Tatsächlich. Und in Lakes gibt es gar nichts. So. Das bedeutet, wir gehen wieder erstmal zurück zu uns. Und wenn mich nicht alles täuscht, möchte noch jemand zu uns kommen. Sehr schön. Das funktioniert gerade richtig gut. Sind wir schon 14 Personen. Wenn mich nicht alles täuscht, nee, hier nicht. Ich glaube hier hinten, hier. Ups. Haben wir doch eine Zinnmine, oder? Zinnerz, genau. Können wir das jetzt abbauen? Steinmetzerei, Bauernhof, Schmelzofen. Für den Schmelzofen brauchen wir aber erstmal eigentlich... Irgendwie müssen wir das hier abbauen können. Der Zinn. Weil du kannst hier nur Steine machen. Du kannst hier nur Steine machen. Personal, Sabrina macht das. Super. Super, Sabrina. Können wir auch direkt upgraden. Haben wir das noch nicht. Benötigt Steine und irgendwas Blaues. Sehe ich das richtig? Ist das blau? Zinnerz. Nee. Schneiderei, Schreinerei, Bäckerei. Also hier gibt es dann die ganzen Dinge in besser. Kohlenmeiler. Wassermühle, Windmühle, Sägemühle. Also hier gibt es auch echt viel Stuff noch. Rosehütten, der Marktplatz, den haben wir schon. Ein Badehaus. Sehr cool. Aber so weit ist das Spiel offensichtlich noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Müssen wir mal gucken. Denn wir brauchen Bronzewerkzeuge. Glaube ich sogar für gewisse... noch jemand, der zu uns kommen möchte. Nice, gerne. Das heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt auch einfach mal ja, viel, viel schneller. Wir sind 15 Personen. Und wir sollten, glaube ich, auch schon die nächste Hütte schon fast bauen. Ja, obwohl noch bauen wir hier relativ viel andere Sachen. Brauchen Holz. Haben wir aber. Also hier muss offensichtlich in erster Linie geliefert werden. Komm, wir bauen doch trotzdem schon mal eine Hütte. Eine kleine nochmal. Ach, das wäre ja cool. Die kommt dann einfach nach hier hin. Die sieht ja ganz anders aus. Ah, ich bin schon fast gewillt, jetzt noch eine Hütte zu bauen. Nee, machen wir nicht. Das ist teuer genug hier. Das ist teuer genug.
Aktionsanfragen, lokale Neuzuteilung. Aha. Genau. Die Desert Dwellers, die 5 Personen. Mit denen können wir auf jeden Fall auch schon mal ein Handelsabkommen schließen. Das finde ich zumindest sinnvoll. Sehr sinnvoll an der Stelle. Ist natürlich sehr weit. Gebe ich natürlich zu. Das ist natürlich sehr weit. Aber hier gibt es auch einfach 500 Steine. Hier gibt es 9 und hier gibt es 10. Okay, das ist ganz schön wenig dafür, dass der, dass das nach so viel aussieht. Schön beim Wasserfall. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Eine Person ist noch unzufrieden. Arbeitet in der Sammelhütte und an der am Ziehbrunnen. Okay. Theoretisch könnten wir eure Strohhütten mal verbessern. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. 5 Bonus auf Schlaf führt zu einem erholsameren Schlaf. Oder Komfort. 10 extra Komfort. Da wir nicht so viel Gras haben und meistens, jetzt gerade vielleicht nicht, aber meistens mehr Holz, würde ich hier die Verbesserung reinsetzen. Auch komplett. Ach, ihr habt schon... Ihr dürftet ein Haustier haben, das ist doch wohl fair. Ihr dürft ja ein Haustier haben, alle anderen dürfen besser schlafen. So, meine Lieben, die Gebäude sind errichtet, sowohl die Unterkunft als auch der Bauernhof ist alles ready, was sehr, sehr cool ist. Wir können auch gleichzeitig noch ein bisschen Käse produzieren, da können wir mal die Upgrades nach und nach mit reinnehmen, ja auch, beim Bauernhof auch sehr, sehr gerne. Oh, das kostet uns Bronzewerkzeug, das haben wir natürlich nicht. Beziehungsweise noch nicht. Die Hütten können sogar 3 Verbesserungen haben. Samtholzverbrauch minus 25%. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Machen wir. Machen wir bei beiden. Hier machen wir aber auch erholsamen Schlaf oder lieber den Komfort. Hier können wir auch gerne den Komfort machen. Denn wir haben inzwischen auch durchaus relativ viel Gras. Ich habe jetzt gerade ein bisschen durchlaufen lassen, damit wir jetzt mal ein bisschen weiterbauen können. Und ein bisschen farmen und sammeln können. Das dachte ich mir, wäre vielleicht mal ganz, ganz sinnvoll. Und dann können wir ja mal ein paar Beete beantragen. So. Ein schönes 3x4 Feld, vielleicht auch 4x4. Und daneben hätte ich ganz gerne ein Weizenfeld. Ähnlich groß. Und dazwischen machen wir einen Weg. Zack. Dann schauen wir mal, ob das hier auch ganz gut funktioniert mit den Feldern. Inzwischen besitzen wir nämlich Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Sehr schön. So, haben wir nicht mehr ganz so viel Wasser? Wir scheinen momentan nicht mehr ganz so viel Wasser zu haben, aber dafür haben wir Geld. Wir haben immer mehr Geld. Das ist immer wichtig. Das ist immer wichtig. Personal, hier arbeiten immer noch 3 Leute. Hier oben, ja, also insgesamt mit 15 Personen kommen wir jetzt endlich mal auch ein bisschen voran, habe ich das Gefühl. Und die Felder werden hier auch sofort angelegt. Ist natürlich im Herbst nicht mehr die allerklügste Variante. Aber dafür sieht es cool aus. Aber dafür sieht es cool aus. Wir brauchen natürlich von dem Drecksort hier, brauchen sie natürlich auch die ganze Zeit zum Düngen. Ich glaube, das steht hier sogar irgendwo, ne? Wenn es gedüngt wurde. Hat das dann nicht nochmal so eine extra... Oder haben wir es noch nichts gedüngt? Ne, wir scheinen noch nichts gedüngt zu haben. Mich dünkt, wir haben noch nichts gedüngt. Aber ich meine, da stand irgendwann mal so ein kleines Symbol, was da nochmal sagt, das wurde gedüngt. Aber dann leben die Leute. Guck mal einer an.
die wählen automatisch dann auch die besseren Optionen hier. Das ist ganz cool. Das ist doch ganz cool. Die nehmen hier automatisch die, die bessere Option und damit die kleinen Hütten. Was ziemlich gut ist. So haben wir zwar immer noch Platz für andere, aber die müssen dann auch erstmal in den kleinen Hütten schlafen. Bis dann jeweils immer Platz für ein neueres ist. Bis wir dann jeweils Platz für neueres haben. Und jetzt haben wir echt viel Nahrung. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Warum ist nur das mit drin und da links der Teil schon nicht mehr? Das ist ein bisschen wenig. Hast du irgendwie einen Radius? Ist das der Radius? Das ist ganz schön wenig dann. Müssen wir mal schauen. Vielleicht wird das ja trotzdem abgeerntet. Das wird ziemlich gut. Wenn nicht, könnte das ein bisschen bitter sein. So, und wir wollen auch das hier noch erforschen. Und dann würde ich hier auch noch mal ganz gerne bei der Diplomatie. Das scheint gerade nicht zu funktionieren. Aber lass uns dann doch mal das Wegrecht noch mal aktivieren mit den einzelnen Leuten. Von mir aus können wir eigentlich alles machen, obwohl das sollten wir jetzt noch nicht machen. Aber die Steine haben wir ja eigentlich, deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren, ob das klappt. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich es schon mal ausprobiert hatte und es noch nicht funktioniert hat. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal an der Stelle schauen. Aber wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen das Ganze beobachten. In der Theorie könnte das durchaus funktionieren. Schauen wir mal. Wenn wir hier Brote haben, dass die wahrscheinlich direkt Richtung Gemeindezentrum geliefert werden. Wir haben die Mountains entdeckt. Das ging diesmal deutlich schneller. So, die Mountains. Hills. Mountains. Hier lebt auch noch von uns keiner, aber auch ansonsten schauen wir uns doch gerne auch mal die Karte an. Sehr steinlastig. Da muss man schon fast ein bisschen gucken, wo man hier seine Felder hochzieht. Hier könnte man wahrscheinlich schon ganz gut ansiedeln, wenn man das möchte und kann. Ansonsten gibt es hier irgendwo? Nee, ne? Das ist ein Pilzkreis. Ist ja geil. Ein Pilzkreis. Es gibt hier scheinbar keine Bevölkerung. Können wir ja vielleicht mal schauen, ob wir vielleicht, wenn wir so 20, 25 Personen haben, ob wir dann vielleicht mal 5 Leute rüber schicken und die hier dann arbeiten lassen. Und dann hier nochmal ein Dorf aufbauen lassen. Ich glaube nämlich, dass das funktioniert. In den Mountains. Und dann können wir dann immer hin und her wechseln. Das wäre doch spannend. Wenn wir da jetzt mal auf... Genau, wenn wir da jetzt einfach mal nach Hause gehen, kurz. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja Optionen. Dass wir dann auf mehreren Karten spielen. Nur weiß ich nicht genau, wie man das macht. Ich meine, dass es gewisse Optionen gibt diesbezüglich. Also Punkt 1, Spieler ist Eigentümer. 20 gehauener Steinbau kostet das. Komm, wir machen mal diese Verbesserung. Gucken wir mal, was für Projekte wir dann in Angriff nehmen können. Wäre noch ganz interessant. So, Zählung. Alter, die Ratten. Mach die Ratten weg. Das können wir, glaube ich, dem Jäger auch einfach sagen, ne? Mach nur Ratten. Nur Ratten. Immer Ratten. André und Nadine. Einfach immer Ratten wegmachen. So, Anfragen. Genau, das sind die Anfragen für diese ganzen Trade-Geschichten. Diplomatie hier. Ereignisse, Aufgaben.
Öffne das Gebäudemenü in der unteren Leiste und platziere die gewünschte Konstruktion an einen geeigneten Ort. Eine Schmiede. Die wir noch gar nicht bauen können. Wir können den Schmelzofen bauen, aber wir können die Schmiede noch nicht bauen. Wenn wir das mal uns anschauen. Wo war? Aha. Ah, der kann das hier sich offensichtlich automatisch selber snacken. Oder was? Das wäre ja mega gut. Dann brauchen wir ja nur den Schmelzofen. Ich hätte gedacht, dass wir das hier irgendwie noch abbauen müssen. Dann, was braucht das denn? Ja, das können wir uns doch locker leisten. Setzen wir uns doch gerne hier hin. Zack. Easy. Und setzen wir doch mal die Schmiede hin und gucken mal, dass wir da was Schönes produzieren können. Der einzig sinnvolle Aufgang ist, glaube ich, tatsächlich von hier, ne? Auch schön schnell seid. Gott sei Dank kosten die Wege nichts. Und einmal hier runter. Sehr schön. Direkt wird geliefert. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen failen hier. Das ist natürlich wieder sehr weit weg von unserer Hut. Aber gut. Müssen wir dran, können wir nicht drumherum. So, meine Güte. Ah, guck mal einen an. Alter. Hui. Also die 20 Steine haben sich gelohnt. Das sieht ja mega cool aus. Nice. Gefällt mir. Wie es auch so ein bisschen hier schön hervorsticht. Natürlich ohne Kirche. Ist natürlich immer so eine Sache. Aber 1, 2, 3 Stockwerke oder was? Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Das Ganze braucht Zinn und Holz. Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, so einen Forstplatz nochmal schön nach hier nochmal irgendwo so einen Forstplatz einfach reinzubauen. Zack. Auf das wir hier dann auch entsprechend weiterbauen können. Oh, eine neue Anfrage. Ja, selbstverständlich. Komm rein. Monsieur oder Madame Mathilda. Da ist Mathilda am Start. Nice. Ursula, der geht's eigentlich schon ganz gut. Die braucht aber diese praktische Kleidung. Und die haben wir noch nicht. Die können wir uns auch noch nicht erlauben hier, ne? Denn wir können die nur mit der Schneiderei machen. Aber das kommt noch. Das kommt noch, ganz bestimmt. So, lass uns mal kurz warten, bis wir hier, meine Güte, den Schmelzofen gebaut haben. 20 Steinchen müssen dann noch hin. Die Steine sind ja sofort auch wieder weg, ne? Das ist der Wahnsinn, wie schnell das geht. Und zack, schon. Ups. Und schon ist es gebaut. Ich habe die Angewohnheit, Escape zu drücken. Fragt mich nicht, warum. Also, wir fördern und schmelzen Zinn bzw. Kupfer bzw. Eisen. Hier gibt es allerdings nur Zinn. Entsprechend können wir ab sofort Zinnbarren herstellen. Mit unserem Personal, mit Mathilda. Wird ja auch direkt mal entsprechende Gesamtholzverbrauch immer schön upgraden. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Vor allem bei den Sachen, die so weit weg sind. Weil dann müssen sie nicht extra laufen und das passt. Da bin ich mir sicher. Nice, wir haben das Wegrecht auch. Da, jetzt wird mal gearbeitet. Da ist Mathilda. Unser kleiner Blottschopf. Und geht auch wieder. Oder gehst du in die Mine? Oh, nice, Mathilda in der Mine. Das sehe ich. Zack, ab in die Mine mit dir. Steht da auch eigentlich nur rum. Da kommt sie wieder raus. Und dann machen wir hier doch bestimmt mal unseren ersten Block Zinn, oder? Noch nicht. Okay, müssen wir noch vielleicht ein, zwei Mal in die Mine gehen.
Aktivitäten. Du brauchst Einzeln und... Ah, du brauchst auch noch rohes Holz. Und das hast du ja jetzt. Also ich würde ganz gerne noch den ersten Zinn hier mitnehmen. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall gehst du hier rein und raus. Aber noch sehe ich keinen gelagerten Zinn. Ich würde es bei den Materialien zu erwarten. Na gut, schauen wir uns vielleicht erst noch was anderes an. Nämlich unsere Felder. Die immer noch sehr gut aussehen. So, hier haben wir auch noch genug. Verbesserung blockiert. Hier wollten wir dann noch die anderen Verbesserungen mit reinnehmen. Schankstube kann natürlich auch verbessert werden. Drei Verbesserungen sind frei. Machen wir mal auch hier weniger Holzverbrauch und 5% mehr Effizienz. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Geben mal unseren ganzen Kram für diverse Verbesserungen aus. So, das heißt, hier könnten wir dann Zusammenarbeit machen. Wir können uns gegenseitig helfen, ist noch nicht implementiert. Brauchen wir allerdings, ich hätte ganz gerne den Fraktionsbeitritt tatsächlich. Ich würde ganz gerne mit denen, auf deren Map quasi spielen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber schauen wir mal. Nice. 1000 Früchte wollen die haben. Was auch sonst. Go, let's. Let's do it. Alle Früchte, die dieses Jahr gesammelt werden, gehen komplett rein, damit wir auch Freunde werden können. Personen. Momentchen mal, ist gerade ein... Haben wir jemanden? Johannes ist geboren und Ella. Ach, was schön. Die Ella ist geboren. Zeugungsfähig ab 16. Nachwuchs. Arbeitet noch nicht. Ah. Typisch Johannes. Ella? Ah, auch nicht. Schläft. Bist du denn... Umbenennen? Nee, folge dem Ziel. Bist du nun... Gucken wir mal, ob du... Nee, doch, du verlässt das Haus. Folge dem Ziel. Da. Also für... Ella ist 2. Ella hat graue Haare. Ach, schön. Schulen brauchen wir Gott sei Dank noch nicht. Ach, schön. Der Nachwuchs finde ich klasse. Finde ich äußerst zufriedenstellend hier an der Stelle. Denn hier wird halt auch nicht freiwillig gearbeitet. Wir haben eins auf Lager. Zinnbarren. Da steht nicht, wie viel er braucht, ne? Oder sie. Sie geht halt immer sofort wieder nach Hause, weil... Sie halt sofort müde ist, sobald sie hier ist. Sollen wir ihr einfach noch so eine Hütte hinstellen? Macht das Sinn? Noch eine Hütte hier reinzustellen? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Wir stellen hier einfach noch eine Hütte dazu und stehst du halt hier. So, zack. Vielleicht wird es dann besser. War sehr schön. Dann haben wir auch den ersten Nachwuchs. Mega cool. Mega, mega cool. Aber was wir auch haben, ist die nächste Folge, denn ich sehe gerade, dass ich schon wieder eine Stunde lang aufnehme. Deswegen, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl!